gut. Du, wenn wir gerade beieinander sitzen, machen wir gleich unser Englisch. Was für Englisch? Was für Englisch? Wir haben ausgemacht, dass wir jede Woche einmal Englisch üben. Weißt, jede Woche haben wir nicht. Hast du ausgemacht? Hab ich nicht ausgemacht. Aber warum denn? Warum? Ja, wer wollte den Thailand fliegen? Ja. Ich, ja, du willst den Thailand fliegen. Und da unten, da musst du Englisch reden. Warum? Weil die kein Bayerisch verstehen in Thailand. Gar keiner. Ja, ja, mal ein, zwei vielleicht. Das ja, dann gehen wir halt zu denen. Ja, weißt du, wo die zwei haben? Ja. Und wenn du woanders dann durchkriegst, wo bestellst du denn dann dein Bier? Ja. Im Flieger geht's ja schon los. Du möchtest denn im Flieger dein Bier bestellen? Haben die im Flieger Bier? Ja, da freilich. Nur? Ja, ob's jetzt nur für uns. Eine Stunde wird das schon gelangen. Also für den ersten Durst. Aber sobald du aussteigst, musst du Englisch. Und heute haben wir bedingt, machen wir mal Gegenteil. Und was? Ja, Englisch. Ja, was ist Gegenteil von Englisch? Nein, auf Englisch oder? Auf Englisch. Ich sag der englische Wort und du sagst das englische Gegenteil dazu. Englisch, also Gegenteil. Jetzt, wir machen ein Beispiel. Für die machen wir ein Beispiel. Also ich sag jetzt zum Beispiel right, dann sagst du left. Was ist right? Was ist left? Ja, right ist rechts, Sepp. Jetzt zweimal nicht. Right, rechts. So, dann sagst mir du. Ja, klar. Links sagst du left. Ja, das ist mir auch klar. Ja, ist so. Also ja, dann hast du das ja eh verstanden. So, dann machen wir das nächste. Hi. Left. Na, du Esel, hi. Also hoch. Also, was anders? Machen wir nur. Cold. Friert's dich oder was? Nein, cold. Das englische Wort. Also kalt, cold. Sagst du das Gegenteil ist? Left. Nein! Ach gut, ich weiß nicht. Das ist mir zu einfach. Ja, für. Machen wir was anderes.